Warum ist Lily Potter nicht einfach mit Harry disappariert, um Lord Voldemort zu entkommen? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Potter-Familie, Lord Voldemort und eine Frage sprechen, die Potter-Fans auf der ganzen Welt schon einmal beschäftigt hat. Warum ist Lily Potter während des Angriffs von Lord Voldemort nicht mit dem Baby Harry aus Godric's Hollow wegappariert? Der Angriff auf das Haus der Potters, der am 31. Oktober 1981 stattfand, forderte das Leben von Harrys Eltern. James, der beim Schutz seiner Familie starb, und Lily, die sich opferte, um Harry Potter zu retten. Dieser Angriff erfolgte, nachdem Sybil Trelawney, die sich für eine Stelle in Hogwarts beworben hatte, eine Vision von der Prophezeiung hatte. Dieselbe Prophezeiung, die die Welt der Zauberer aus den Angeln heben würde. Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, naht heran. Jenen geboren, die ihm dreimal die Stirn geboten haben. Geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der dunkle Lord wird ihn als sich Ebenbürtigen kennzeichnen. Aber er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss von der Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, wird geboren werden, wenn der siebte Monat stirbt. Severus Snape, der zu dieser Zeit ein Todesser war, hörte Trelawneys Vorhersage und leitete die Informationen an Lord Voldemort weiter. Die Prophezeiung stellte eine Bedrohung für Voldemorts Machtposition dar. Und er musste etwas dagegen unternehmen. Als die Potters erkannten, dass sie in Gefahr waren, versteckten sie sich in der Hoffnung, dass Lord Voldemort sie nicht finden würde. Schließlich fanden sie Zuflucht in der Stadt Godric's Hollow und wurden durch den Fidelius-Zauber geschützt. Der Fidelius-Zauber ist ein unglaublich mächtiges Stück Magie, das ein Geheimnis in der Seele eines auserwählten Geheimniswahrers verbirgt, und in diesem Fall war das Geheimnis der Aufenthaltsort der Potters. Die einzige Schwachstelle in ihrem Plan war der Mann, den sie als Geheimniswahrer auserwählt hatten, Peter Pettigrew. Pettigrew, eine armselige Entschuldigung für einen Mann, wechselte schließlich die Seiten und verriet Voldemort den Aufenthaltsort der Potters, womit er sie, als seinem Angriff, direkt auslieferte. An einem unscheinbaren Oktobertag schlug Lord Voldemort zu, und es war ein Tag, der den Lauf der Geschichte komplett verändern sollte. Als Lord Voldemort ihr Haus betrat, war James Potter der Erste, der sich ihm in den Weg stellte. Er war die erste Verteidigungslinie, die Lily und Harry beschützte. Allerdings gab es ein großes Problem bei der Sache. James hatte seinen Zauberstab nicht bei sich. Die Potters waren völlig überrumpelt, denn sie hatten keine Ahnung, dass ihr Aufenthaltsort verraten worden war. Da er seinen Zauberstab nicht bei sich hatte, war er Voldemort nicht gewachsen, obwohl ich stark vermute, dass Voldemort ihn auch so ohne weiteres besiegt hätte. James war ein begabter Zauberer, aber nicht einmal annähernd auf dem Niveau des dunklen Lords. Von diesem Moment an begann Voldemort seinen Weg zu Lily und dem kleinen Harry, immer noch fest entschlossen, den Jungen zu töten. An diesem Punkt der eigentlichen Handlung ging Voldemort dann auf das Zimmer zu, in dem sich Lily und Baby Harry befanden. Als er den Raum betrat, tat Voldemort etwas ganz Unerwartetes. Er bot Lily einen Ausweg, er bot ihr an, zur Seite zu treten und zu überleben. Er erklärte, dass er ihr Leben verschonen würde, wenn sie ihm Harry überlassen würde. Dies geschah auf Bitten von Severus Snape, der Lily liebte und wahrscheinlich zutiefst bedauerte, dass er die Prophezeiung an Lord Voldemort weitergegeben hatte. Es überrascht jedoch nicht, dass Lily Voldemort nicht erlaubt, ihren Sohn zu übergeben. Dies führte dazu, dass Voldemort sie mit dem Todesfluch tötete. Daraufhin richtete Voldemort seinen Zauberstab auf Harry und stieß ein weiteres Avada Kedavra aus, in der Hoffnung, der Familie Potter ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Doch dank Lilys liebevollem Opfer wurde der Fluch gebrochen, Voldemort für eine gewisse Zeit besiegt und der kleine Harry gerettet. So haben sich die Dinge also wirklich zugetragen. Aber was ich untersuchen möchte ist, warum Lily nicht einfach mit Harry appariert ist und das Potterhaus verlassen hat. Als James Lily sagte, sie solle Harry nehmen und fliehen, gab es zweifellos eine unausgesprochene Abmachung, dass er sterben würde. Warum hat Lily dann nicht die Gelegenheit zur Flucht genutzt? Voldemort war schon über die Türschwelle, als James den Flur hinuntersprintete. Es war viel zu einfach, viel zu einfach. Er hatte nicht einmal seinen Zauberstab in der Hand. Lily, nimm Harry und geh. Er ist es. Lauft, lauft, ich werde ihn aufhalten. Ihn aufhalten? Ohne einen Zauberstab in der Hand? Er lachte, bevor er den Fluch aussprach. Avada Kedavra.
Für diejenigen, die es nicht wissen, die Apparation ist natürlich ein magisches Transportmittel, ähnlich wie die Teleportation, bei der der Anwender sofort von einem Ort zum anderen reist. Es ist eine fortgeschrittene magische Fähigkeit, aber Lily Potter war eine fortgeschrittene Hexe und mehr als fähig dazu. Um diese Frage zu beantworten, warum Lily nicht einfach appariert ist, können wir mit einem Blick auf die Heiligtümer des Todes beginnen, als das Trio von Shell Cottage nach Gringotts reist. Alle drei warfen einen Blick zurück auf Shell Cottage, das dunkel und still unter den verblassenen Sternen lag. Dann drehten sie sich um und begannen auf den Punkt zuzugehen, gleich hinter der Begrenzungsmauer, wo der Fidelius-Zauber aufhörte zu wirken und sie in der Lage sein würden zu verschwinden. Was wir aus dieser Passage ableiten können, ist, dass das Apparieren nicht möglich ist, wenn der Fidelius-Zauber angewendet wird. Ein Zauber, der in dem Potterhaus natürlich vorhanden war. Außerdem erklärt Dumbledore Harry im Halbblutprinzen, dass es üblich ist, dass Häuser von Zauberern mit einem Anti-Apparierungszauber ausgestattet sind, um unerwünschte Gäste fernzuhalten. Professor, warum können wir nicht einfach direkt in das Haus Ihres alten Kollegen apparieren? Weil das genauso unhöflich wäre, wie die Haustür einzutreten, sagte Dumbledore. Die Höflichkeit gebietet es, dass wir unseren Zaubererkollegen die Möglichkeit geben, uns den Zutritt zu verweigern. Wie dem auch sei, sind die meisten Zaubererwohnungen auf magische Weise vor unerwünschten Apparitionen geschützt. In Hogwarts zum Beispiel kann man nirgendwo innerhalb der Gebäude oder des Geländes apparieren, sagte Harry schnell. Hermine Granger hat es mir erzählt. Wie wir also sehen können, konnte Lily Potter aus mehreren Gründen nicht apparieren. Der Fidelius-Zauber bedeutete, dass das Apparieren völlig unmöglich war und die Tatsache, dass die meisten Zauberhäuser mit Anti-Apparationszaubern ausgestattet waren, machte es völlig unwahrscheinlich. Das Leben unter der unmittelbaren Bedrohung durch das Herannahen von Lord Voldemort bin ich mehr als bereit darauf zu wetten, dass das Potterhaus mit einem Anti-Apparationszauber belegt wurde. Aber warte, es gibt noch einen riesigen Grund, warum Lily nicht apparieren konnte. Sie hatte ihren Zauberstab nicht dabei. In den Heiligtümern des Todes erzählte Voldemort, dass weder James noch Lily ihre Zauberstäbe hatten, als er sie tötete. Er war schon über die Schwelle, als James in den Flur gerannt kam. Er stieg die Treppe hinauf und hörte mit leichtem Gelächter zu, wie sie versuchte, sich zu verbarrikadieren. Sie hatte auch keinen Zauberstab bei sich. In Harry Potter ist zauberstablose Magie durchaus möglich, aber je komplizierter der Zauberspruch ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Hexe oder der Zauberer einen Zauberstab benötigt, um die Magie zu kanalisieren. Das Apparieren ist kein leichtes Unterfangen. Die meisten Hexen und Zauberer können es überhaupt nicht. Also bin ich bereit darauf zu wetten, dass Lily Potter ohne ihren Zauberstab nur ein weiterer Faktor ist, der dazu beiträgt, warum sie nicht apparieren konnte. Wie du also siehst, gibt es viele gute Gründe, warum Lily Potter nicht apparieren konnte. Und sie alle scheinen ziemlich vernünftige Erklärungen dafür zu sein. Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.